Ja, ganz herzlichen Dank für die Musik und schön, dass wir so miteinander singen können, durch die Maske oder in den Herzen oder auch per Livestream zu Hause oder wo auch immer wir gerade sind. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir so Gottesdienst miteinander feiern können. Gestern habe ich Post bekommen von meinem Stromanbieter, so ein Brief. Und da stand drin: Wussten Sie, dass wir mit unserem Wasser-, Wind- und Sonnenkraftanlagen bereits mehr als die Hälfte des gesamten Tübinger Strombedarfs selbst erzeugen? Und dann steht da weiter, bis 2024 wollen wir sogar 75% erreichen. Energiewende, auch in Tübingen ein Thema natürlich in dieser Stadt, aber auch ein politisches Ziel in Deutschland, wer die Medien verfolgt hat, welche Ziele sich unsere Regierung gesetzt hat und auch in Europa, was europaweit verhandelt und auch beschlossen wurde oder in diesem Verfahren drin ist. Die Energiequellen, die wir hier sehen, sind ja sehr unterschiedlich. Windenergie, Solarenergie, dann Wasserkraft, das ist übrigens das Kraftwerk bei Hirschau vom Neckar. Ja, und dann die unbändige Energie in einem Gewitter, wenn sich da Energie entlädt. Als Kreuzkirche haben wir dieses Jahr das Jahresmotto Energiewende und Kraftquelle Jesus. Die Energiewende ist ein gemeinsames Ziel. Die Quelle ist auch die gleiche, der dreieinige Gott, der sich auf dreifache Weise offenbart, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben gerade davon gesungen. Aber gibt es sowas wie göttliche Energien? Also wer auf dieses Wort stößt, göttliche Energien, mir passiert es so, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme darüber, dass einige sagen, oh, das ist mir doch zu esoterisch. Das gehört in ganz andere Bereiche, das hat doch mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. Wie kommst du auf die Idee, über göttliche Energien zu sprechen? Kann man das? Und auch in der Bibel wird dieser Begriff, zumindest in Übersetzungen, vermieden. Wer diesem Begriff mal nachgeht, dem Begriff Energie, im Griechischen heißt das energeia oder energemata im Plural. Es gibt sogar ein Verb dazu, energein, was kaum übersetzbar ist, weil es im Deutschen kein Wort dafür gibt. Aber dieses Wort im Griechischen gibt es im Neuen Testament. Und die Bibelübersetzungen übersetzen das in der Regel dann mit Wunderkräften, Kräften, Wirkungen oder, wie die Volksbibel es macht, Gott handelt an uns. Und eigentlich steht dort das Wort Energie, Energeia. Energie, davon soll heute in der Predigt die Rede sein. Göttliche Energien und geistliche Gaben. Und ich lade euch ein, dass wir uns mal auf dieses Thema einlassen. Ich habe euch 5 Bibelstellen voller Energie mitgebracht. Schauen wir uns mal die erste an. In 1. Korinther 12, Vers 6 steht im Griechischen das Wort energemata, also ein Plural, die Energien. In der Volksbibel übersetzt mit Gott handelt an uns. So kann man das übersetzen. Die Elberfelder und die Hoffnung für alle, interessant, eine sehr konservative Übersetzung und eine sehr freie Übersetzung, übersetzen beide mit Wirkungen. Die Lutherbibel 2017 übersetzt mit Kräfte. Und die Basisbibel mit Wunderkräfte, aber keine von diesen Bibelübersetzungen, auch der aktuellen, spricht von Energie, obwohl doch dort das Wort steht. Daher meine Übersetzung des Wortes Energemata, die Energien. In 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6 begegnet uns der dreieinige Gott als Ursprung und Quelle für Gaben, für Dienste, da steht dann das Wort Diakonia und die Energien. Und ich habe es mal so übersetzt. Es gibt verschiedene Zuteilungen, auch das Wort Zuteilungen steckt im Griechischen drin, wie jemand, der großzügig austeilt. Gott teilt sehr, sehr großzügig aus. Es gibt verschiedene Zuteilungen an Energien, Energemata, aber es ist immer derselbe Gott. Und so werden geistliche Gaben großzügig verteilt, durch verschiedene Zuteilungen und verschiedene Auswirkungen und Formen. Aber alles kommt aus einer Quelle, der Energiequelle Gott. Ich habe daher mal versucht, wie kann man das veranschaulichen mit einem Alltagsgegenstand. Ich habe dazu mal meine Mehrfachsteckdose mitgebracht. Wie ihr seht, da ist auch Spannung drauf, wenn die angeschlossen ist. Es leuchtet auch. Und es wird verschieden verteilt. An jedem dieser Anschlüsse ist die gleiche Spannung vorhanden. Das ist nämlich parallel geschaltet und nicht in Reihe. Dann wird die Spannung sich nämlich entsprechend verteilen. Und bei Wechselspannung ist das sowieso noch ein eigenes Thema. Aber an jeder Stelle die gleiche Spannung. Damit kann ich zum Beispiel
diese Lampe anschalten, betätigen. Jetzt hoffe ich, dass ich das mit einer Hand hinbekomme. Ja, funktioniert. Oder ich kann damit mein Handy aufladen. Das könnte ich dann hier anschließen. Lass es aber mal hier. Ich könnte damit dieses moderne Radio anschließen. Das lasse ich mal aus, damit der Ton nicht gestört ist. Aber wir sehen, wir haben verschiedene Möglichkeiten, diese Energie zu nutzen und zu verteilen. Und so ist es auch, wenn Gott die Energiequelle ist. Es gibt verschiedene Zuteilungen an Energien, aber immer derselbe Gott. Gibt es eben auch verschiedene Anwendungsbereiche und verschiedene Auswirkungen. Wie gut, dass das so ist. Alle an einem Strang, an einer Leitung, die Spannung an jeder Stelle gleich, aber die Anwendungen vielfältig. So ist es auch mit den geistlichen Gaben, diese Energien, sehr vielfältig verteilt und ganz viel Energie da drin. Die zweite Stelle schauen wir uns jetzt an. In Epheser 3 beschreibt Paulus so seinen Auftrag für die Heiden. So ist das überschrieben, dieser Abschnitt in der Lutherbibel 2017. Oder in der Basisbibel überschrieben mit der besondere Auftrag des Paulus. Und dabei verweist der Paulus auf seinen Auftraggeber Jesus Christus, dessen Diener er geworden ist durch die Gnade der Gabe Gottes, die ihm nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. So wird es normalerweise übersetzt. Diese mächtige Kraft im griechischen Text wird Energeia genannt, Energie. Ohne diese Energie, die Gott ihm gibt, könnte Paulus seinen Auftrag überhaupt nicht erfüllen. Das ist ihm klar. Das hat er gemerkt. Er ist nicht umsonst zum Apostel der Völker geworden, weil er diese Energie hat, die ihn angetrieben hat, weil er im Auftrag Gottes mit dieser Energie unterwegs war, in der damaligen antiken Welt im Mittelmeerraum. Ohne diese Energie wäre er dazu nicht in der Lage gewesen. Und es ist eine Gnade, eine Gabe Gottes. Durch das Geschenk, und so habe ich es mal übersetzt, der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, nach der Energie seiner Kraft. Und hier merken wir, dass Energie und Kraft nicht dasselbe ist. Im Griechischen steht da nämlich für Kraft das Wort Dynamis. Das ist die Dynamik. Das heißt, diese Energie wird umgesetzt in Kraft und Bewegung. Da geschieht was draus. Ohne diese Energie, das gilt für uns, die Gott uns schenkt und die sich durch die verschiedenen geistlichen Gaben entfaltet, könnten wir zwar uns abmühen und viel Dynamik entwickeln, aber ich glaube, wir würden sinnlos unsere Energien verschwenden. Mit dieser Energie, durch diese Energie, können wir unseren Auftrag aber wahrnehmen, als Gemeinde Gottes in dieser Stadt, dieser Welt, und wir werden von Gott mit Energie geladen und versorgt. Dazu habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Ich habe hier diesen Klotz mitgebracht. Da steht drauf, hinten 10.000 mAh und Powerbank. Viele kennen das. Ich nehme die mit, wenn ich wandern gehe, weil die hat noch einen Zusatz. Die hat ein Solarmodul oben. Wenn man die lang genug in die Sonne legt, lädt die sich auf. Und für mich ist das ein Beispiel für das, was in diesem Bibelvers steht. Einerseits bin ich dem Licht Gottes, Jesus, dem Licht der Welt, ausgesetzt. Das lädt mich auf. Und gleichzeitig sind wir Licht der Welt. Man kann nämlich hier bei dieser Powerbank, wenn das jetzt funktioniert, noch etwas anderes machen. Das funktioniert nicht. Murphy's Law. Hier sind noch zwei Lampen drin, die leuchten auch. Die sind für mich eine Erinnerung darin, dass wir auch als Gemeinde Licht der Welt sind für andere. Und noch etwas, man kann natürlich das Ganze schön wasserdicht verschließen oder man kann sich öffnen, indem man diese Klappe aufmacht. Mit einer Hand ist es etwas schwierig, aber ich kriege das hin. So. Da sind noch zwei USB-Anschlüsse drunter verborgen. Das heißt, darüber wird zum Beispiel mein Handy aufgeladen, da ist noch eine weitere Stromversorgung da. Das heißt, wenn wir als Gemeinde offen sind für andere und die Kraft, diese Energie nicht für uns behalten, sondern anderen zur Verfügung stellen, dann sind wir auch wirksam mit dieser Energie. Dafür sind die da. Einfach mal die Klappe aufmachen, ganz praktisch. Nicht die Klappe halten. Und dann andere mit Energie versorgen, abgeben, helfen, dienen. Dazu sind diese Anschlüsse da. Also von Gott Energie geladen sein mit Gottes Powerbank. Und noch ein energiegeladener Bibeltext ist dieser hier. Auch Kolosser 1, Vers 29 beschreibt den Auftrag des Apostels Paulus. Er schreibt, für den er sich auch abmüht,
in seiner Kraft ringt, die mächtig in ihm wirkt. Und ich habe den biblischen Text mal so übersetzt: um dass ich mich kämpfend bemühe, entsprechend seiner Christi Energie, da steht das Wort Energia ja, die in mir, jetzt habe ich es versucht zu übersetzen, Energie ist, weil da steht nämlich das Verb, ein Tu-Wort, Energien, in Kraft. Ich habe mal nachgeschaut, ob das Wort Energien, also dieses Energiesein, sich überhaupt ins Deutsch übersetzen lässt. Der Duden bietet nur die Energie an, aber nicht das Tu-Wort. Das Verb gibt es nicht. Also wer mir dafür ein Verb liefern kann, wäre ich sehr dankbar. Ich habe noch keins gefunden. Wie kann man Energie in eine Verbform packen? Geht das überhaupt? Das zeigt mir aber, dass Energie mehr ist als ein Zustand, sondern da ist etwas sehr wirksam und sehr aktiv. Ein Verb beschreibt ja eine Aktivität. Diese Worte stecken voller Energie. Das Wort Energie kennen wir ja schon, Energie. Das Wort Energien ist eben ein Tu-Wort, ein Verb. Da tut sich was. Und dieses Verb lässt sich im Deutschen, zumindest für mich bis jetzt, nicht übersetzen, weil wir dafür kein Wort haben. Bitte? Energetisch sein ist auch ein Zustand. Ja, wir merken, es ist schwierig. Ja? Bitte? Im Portugiesischen gibt es ein Verb dafür. Na, guck an, im Deutschen nicht. Super, dann sind die Portugiesen an der Stelle schon weiter. Herzlichen Glückwunsch. Bitte. Energie geladen. Ja? Ist vielleicht auch ein Zustand. Aber ich würde gerne diese Aktivität, das Aktive hören. Bitte? Warm oder hell? Ja, das sind Auswirkungen davon. Eigenschaften. Aber was ist das? Das ist mehr als ein Zustand. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Energie sein, nicht nur energetisch aufgeladen sein, sondern das wirklich tun, umsetzen. Kraft spenden, das ist auch eine Auswirkung. Das ist die Dynamik, die dahinter steckt. Wir merken, es ist gar nicht so einfach, das Wort zu übersetzen. Aber danke für jeden Hinweis. Ja? Also ich hab noch keinen gefunden, aber ich bekomme einen Eindruck davon. Vielen Dank. Es ist schön, dass wir so miteinander auch denken an dieser Stelle. Aber ihr merkt, ich ringe da mit diesem Wort, was dahinter steckt. Ich glaube, mit den geistlichen Gaben ist es auch so. Der Einsatz geschieht von selbst, wir haben sie und es kostet und braucht Energie. Eine Energie, die in jedem von uns steckt und mit der uns Gott geschaffen hat, weil sie in uns steckt. Und dafür habe ich mal als mein Beispiel mitgebracht mein Blutdruckmessgerät. Das hat noch einen schönen Nebeneffekt. Das zeigt nämlich auch den Pulsschlag an. Das ist beides hier drin. Also der Pulsschlag macht ja das sichtbar, was in mir drin geschieht. Ich habe mein Herz noch nicht gesehen. Gott sei Dank. Ich lebe noch. Ja? Aber hier kann ich etwas ablesen, dass da eine Energiequelle ist, die mich am Leben hält. Diese Energiequelle, dieser Pulsschlag. Und auch der Blutdruck, wenn man den misst, kann man feststellen, okay, ich bin in einem gesunden, guten Bereich, den unteren Wert und den oberen Wert. Die Mediziner mögen sich da viel besser auskennen als ich. Aber da weiß ich, da bin ich im grünen Bereich. Schwierig wird es, wenn es weit drunter fällt oder weit drüber geht. Das ist dann nicht mehr gesund. Und so ähnlich ist es mit den geistlichen Gaben. Wir spüren diesen Pulsschlag in uns. Das steckt längst in uns. Und wie wird das sichtbar? Das wird durch dieses Energien, also dieses Energiesein oder dieses, ja, was auch immer, wie wir das übersetzen, spürbar. Da wird etwas von dem, was in uns steckt, nach außen sichtbar. Das ist herausfordernd, fast ein kämpferisches Bemühen, wie Paulus sagt, aber ein Segen, der in uns gelegt ist und wirkt. Noch eine energiegeladene Bibelstelle. In Philipper 2 beschreibt Paulus den Pulsschlag und den Blutdruck der Gemeinde. Überschrieben in manchen Bibelübersetzungen mit Leben in der Gemeinschaft mit Christus oder im Glauben und Leben bewähren. Und ein Vers davon ist vielen bekannt, Philipper 2, Vers 13. Ich habe den mal hier übersetzt, aber ich möchte euch die übliche Übersetzung nicht vorenthalten. Da steht normalerweise, Gott ist's, der in euch wirkt, beides. Das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. So wird das klassisch übersetzt. Und mancher wird diesen Bibelvers auch auswendig gelernt haben. Ganz klassischer Bibelvers. Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Und was wird da bewirkt? Es geht darum, selig zu werden mit Furcht und Zittern. Das steht nämlich im Vers davor. Also einerseits die Zusage, das Wollen, Vollbringen und Gottes Wohlgefallen und gleichzeitig die Mahnung, selig werden mit Furcht und Zittern. Vielleicht unter Vorbehalt, aus eigener Kraft, wie werde ich selig mit Furcht und Zittern, was muss ich dafür alles tun?
Wie schön, dass der griechische Text in Vers 13 einen etwas anderen Akzent setzt. Ich habe es mal versucht, so zu übersetzen. Gott ist es, der in euch diese Energie ist. Da steht auch das Wort Energeia wieder. Oder Energein, das ist das Verb. Sowohl das Wollen auch als das Energie sein. Energein, wieder ein Verb für das gute Ziel. Auch ein energiegeladener Bibelvers. Ich bin dankbar für Glaube und Vertrauen, dass Gott in uns ist und in uns bereits wirkt. Und ich habe die Gewissheit und Gelassenheit, dass Gott selbst dafür sorgt, dass seine Energie genau passend wirksam ist. Denn die Energie Gottes, die in uns steckt, ist ja kein Selbstzweck für uns selbst, sondern es geht ja nicht um kraftstrotzende oder steroidgeladene Christen. Die gibt es ja möglicherweise auch, aber an dieser Stelle sind sie nicht gemeint. Die Energie, von der Paulus hier spricht, ist zur Energiewende bestimmt. Eine Energie, die sich anderen zuwendet. Wie wäre es, Energiewende mal so zu betrachten? Energie, die sich anderen zuwendet. Ein Wollen und ein Energiefeind für andere. Da habe ich mal meinen Bergschuh mitgebracht, diesen hier. Der erinnert mich daran, dass ich einen festen Halt brauche mit dem nötigen Profil. Kontakt geerdet, auch im Schöpfer, in Gott. Da geerdet sein. Einen Standpunkt haben, die Position des Glaubens beziehen können, aber auch anderen zugewandt sein. Diese Energie weitergeben, diese Energie anderen zuwenden. In Form von Barmherzigkeit, Seelsorge, vielleicht in Evangelisation und Mission, in Helfen, Lehren, Befreiung und manchen anderen geistlichen Gaben. Nur noch eine letzte Bibelstelle voller Energie. Ich habe vor ein paar Tagen, das im Spieleschrank gesucht und tatsächlich gefunden. Ich hoffe, das kann man sehen. Das sind Magnetstäbe, kleine Magnetstäbe, die mit Stahlkugeln verbunden sind. Die Kugeln selbst sind nicht magnetisch, aber die Magnetstäbe sind es und die verbinden das Ganze miteinander. Ein herrliches Spielzeug, sehr flexibel, da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Den Rest des Baukastens habe ich zu Hause gelassen, sonst wäre ich hier noch beschäftigt. Klein, aber enorm stark, diese Magnete. Die Stahlkugeln. Diese Magnetstäbe sind richtig kleine Energiebündel. Die sind anziehend. Wenn die richtig zusammenkommen, die gegensätzlichen Pole, kriegt man kaum auseinander. Aber sie können auch sehr abstoßend sein. Auch damit kann man ja spielen, wenn man gleichpolige Magnete aneinander hält. Die haben eine enorme Abstoßungskraft. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte dann lieber sie umkehren, dass sie sich auch verbinden. Die Magnetstäbe bei diesem schönen Spielzeug sind durch Gelenke verbunden und das sind diese Kugeln, die zwischen den Magnetstäben stecken. Für mich ist das ein Bild für Gemeinde, in der ganz viel Energie steckt, wo Menschen sind mit geistlichen Gaben ausgestattet, energiegeladen mit der Energie, für die von Gott kommt, die eine enorme Anziehungskraft haben, weil wir leben und lieben in Gemeinschaft. Das ist uns ganz wichtig. Ich freue mich deswegen, dass wir wieder Gottesdienst in dieser Form feiern können und auch per Livestream verbunden sind. Das ist ein Stück Gemeinschaft, was wir erleben. Das hält uns zusammen wie diese kraftvollen Magnete. Aber es besteht natürlich auch die Gefahr der Abstoßungskraft. Aber darum soll es nicht gehen. Das passiert nämlich dann, wenn alle gleich sein sollen. Wenn man zwei Pluspole der Magneten aneinander hält, stoßen sie sich ab. Das heißt, wenn alles gleich ist, passt es nicht wirklich zusammen. Das muss ich ergänzen mit den verschiedenen Polen. Deswegen bin ich dankbar für die Fülle der geistlichen Gaben, die wir haben, dass wir eben nicht alle das Gleiche sind und haben. Das würde eher abstoßend wirken, anstatt Vielfalt zu repräsentieren. Der Paulus verwendet das Bild vom Leib Christi, vom Organismus, vom menschlichen Organismus, wo Menschen in einer Gemeinde mit ihren geistlichen Gaben zusammengestellt sind. Und sie sind energiegeladen. Zusammengefügt und verbunden, so heißt es hier, durch jedes einzelne Gelenk zur Unterstützung entsprechend der Energie nach Maß eines jeden einzelnen Teils. Wirklich nach Maß. Dieses Bild hat Paulus übrigens nicht erfunden, das vom Leib. Das wurde damals in der Antike schon in der Politik benutzt, um einen Staat zu beschreiben. Aber das Einzigartige bei Paulus ist, dass Christus der Chef ist des Ganzen und nicht der Kaiser oder der Magen, der dafür sorgt, dass ein Staat funktioniert. Auch solche Bilder gab es damals im Römischen Reich in der Antike. Paulus beschreibt die Gemeinde als zusammengefügt. Gott fügt uns als seine Gemeinde zusammen. Gottes Energie durchströmt, erfüllt uns,
Wir sind untereinander und miteinander verbunden, flexibel, gelenkig, mit dem Ziel, anziehend zu sein, verbunden zu sein. Kein Ziel kann es sein, abstoßend und unverbunden zu sein. Insofern die Energiewende ist immer wieder erforderlich, sich einander zuzuwenden. Vielleicht ist diese Gemeinde ein Energiebündel, verbunden, gebündelt durch unseren Herrn und Gott. Ganz zum Schluss nochmal die Übersicht, die kennt ihr schon von den letzten beiden Sonntagen. Das ist eine Vielfalt von geistlichen Gaben, die hier exemplarisch genannt werden. Wenn göttliche Energien und geistliche Gaben zusammenkommen, dann kann man Energie erleben und spüren und energetisch wirken lassen und energisch wirken lassen. Den geistlichen Gaben, die freigesetzt werden. Aber welche geistlichen Gaben hat Gott uns eigentlich geschenkt? Ich möchte einladen, weiter dran zu bleiben an diesem Thema, das herauszufinden. Und wie wirken sie sich in dem Leben aus? Auch dazu möchte ich einladen, das herauszufinden. Ab nächsten Mittwoch wird es eine individuelle Gabenberatung geben als Möglichkeit. Da wollen wir uns mal Zeit nehmen. Wer Interesse hat, bestimmte Gaben mal näher unter die Lupe zu nehmen, nehmt doch bitte mit mir Kontakt auf, dass wir auch Zeit haben fürs Gespräch, für bestimmte geistliche Gaben, wo wir auch Fragen haben. Zum Schluss nochmal dieses Potpourri hier, eine Mehrfachsteckdose, die an Gottes Energie angeschlossen ist und wo sich alles gut verteilt, vielfältig aneinander und miteinander. Die Powerbank, wenn ihr sowas zu Hause habt, denkt dran, wir sind mit Gottes Energie geladen und sollten nicht die Klappe halten, sondern auch nach außen etwas weitergeben, Licht der Welt sein. Das Messgerät, wenn wir uns mal wieder unseren Puls oder Blutdruck messen, also ich mache das ab und zu, um zu schauen, wie es mir geht, oder wenn es mir komisch geht, zu schauen, woran das liegt. Wie gut, dass man den Pulsschlag, das, was uns am Leben hält, als Gemeinde sichtbar machen kann. Diese Energie Gottes, die in uns steckt, die für Gott schlägt und die sich auch in Gaben entfaltet. Und dann der Wanderschuh. Zum einen, wir sind natürlich als Christen noch miteinander unterwegs, aber wir haben einen festen Halt, wenn wir in Gott gegründet sind. Und dann haben wir einen festen Halt, wo wir unsere Energie auch anderen weitergeben können, die Hand reichen können, einander helfen können. Eine Energiewende, die sich den anderen zuwendet. Und schließlich diese kleinen, aber kräftigen Espresso, müsste man fast sagen, Magnetstäbe. Eine Energie, die anziehend ist, die verbunden ist, die zusammenhält und sich gut ergänzt. Und so möchte ich, dass wir auch Gemeinde sind, mit einer Energie, die in Gaben freigesetzt wird. Da wünsche ich weiterhin Gottes Segen für das Entdecken der göttlichen Energien und der geistlichen Gaben. Amen.